In diesem Video zeige ich dir eine kleine Share Dance Kombination. Mein Name ist The Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir burleske Videos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne hier meinen Kanal. So, dann fangen wir an mit der kleinen Share Dance Kombination. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz am Schluss tanzen wir wieder beide gemeinsam mit Musik. Los geht's! So, okay, dann schnapp dir deinen Stuhl und stell den Stuhl jetzt so hin, dass du zu allen Seiten ein bisschen Platz hast um den Stuhl. Also, dass er nicht direkt irgendwie in einer Ecke oder direkt an der Wand steht, ja, sondern stell ihn so hin, dass du Platz hast, so einmal drum herum zu gehen. Dann geht es los. Am Anfang stehen wir mit dem Rücken zum Publikum, ja, das heißt, wir stellen uns so hin, dass der Stuhl jetzt hier rechts von uns ist und wir halten unsere rechte Hand am Stuhl und jetzt wackeln wir dreimal mit der Hüfte. Und was wir dabei mit der rechten Hand machen, ist das hier, dieses, ja, also Hüfte wackeln und gleichzeitig mit der Hand diese Bewegung. Los geht's. 2, 3. Jetzt wechseln wir die Hand. Jetzt kommt die linke Hand an den Stuhl. Wir drehen uns eine Vierteldrehung zum Stuhl, sodass er jetzt vor uns steht. Jetzt kommen 3 sogenannte Po-Wischer. Ja, also diese Bewegung. 1. Tanz mit mir. Und zwar jeden Donnerstagabend 60 Minuten via Zoom. Ab dem 21. September geht es los und du findest nochmal alle Details hier unten in der Videobeschreibung. Wenn du mitmachen möchtest, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. 2, 3. Und denk jetzt bei diesen Bewegungen nicht so sehr, oh Gott, wie könnte das jetzt hier aussehen oder was würde mein Nachbar denken oder ich habe jetzt gar nicht so die Figur dazu, um das zu machen. Mach das einfach ganz genüsslich für dich. Also genieße einfach diese Bewegung und ja, spür, wie sich das so von innen anfühlt. Ja? Okay. Jetzt stellen wir unser Bein auf den Stuhl, und zwar jetzt das äußere Bein. Für mich ist es jetzt das rechte Bein, also das rechte Bein, was jetzt zur Kamera hin zeigt, das stelle ich jetzt in die Mitte, beziehungsweise auf den Stuhl, in die Mitte der Sitzfläche. Und dazu nehme ich jetzt das Bein hoch und mache das so ein bisschen hier schräg am Stuhl vorbei, damit du hier nicht mit dem Fuß so an den Stuhl stößt. Ja, also jetzt so schräg nach vorne am Stuhl vorbei und jetzt den Fuß in die Mitte der Sitzfläche, die Hand ans Knie und jetzt lehnst du dich dreimal so nach vorne. 1, 2, 3. Achte dabei darauf, dass hier dein Bein lang bleibt, der Fuß hier schön aussieht, dein Rücken gerade ist, deine Haltung schön aussieht, genau, also du jetzt hier nach oben ausgerichtet bist und jetzt hier nicht irgendwie so zusammenfällst. Genau, das Ganze dreimal und jetzt den Fuß wieder runter, ebenso schräg an der Sitzfläche vorbei.
Und jetzt stehen wir wieder so wie vorhin. Als nächstes laufen wir um den Stuhl herum und zwar zur vorderen linken Ecke. Dazu tauschen wir jetzt einmal die Hand, welche am Stuhl ist. Das heißt, wir nehmen jetzt die Hand, die jetzt an der Stuhllehne ist, in die Hüfte und packen die andere Hand an den Stuhl, in dem Fall die rechte Hand. Und jetzt geht's los. Wir laufen hintenrum nach vorne zur linken Ecke. Also 1, 2, 3, 4. Vordere linke Ecke und du stehst jetzt so ein bisschen schräg diagonal. Machst eine elegante Pose und setzt dich hin. Und du kannst darauf vertrauen, dass der Stuhl auch wirklich da ist, wenn du dich hinsetzt. Das heißt, vermeide oder versuche dabei zu vermeiden, nochmal extra so nach hinten zu schauen. Ja? Okay. Jetzt sitzt du so schräg, elegant nach vorn, packst eine Hand hinten an die Stuhllehne beziehungsweise auf die Sitzfläche und die andere Hand an die Stuhllehne, lehnst dich jetzt ein bisschen nach hinten und strampelst, machst diese Bewegung. Dabei ist es wichtig, den Rücken gerade zu halten, dich hier offen zu halten und die Knie zusammenzumachen. Ja? Und dann einfach 1, 2, 3, setz dich wieder hin. Achtest auch hier dabei drauf, dass das eine elegante, schöne Pose ist. Ja, also achtest hier auf schöne Füße, eine schöne Haltung, ein offenes Dekolleté, gerader Rücken, der Kopf ist nach oben. Und jetzt machst du eine schöne Schlusspose. Zum Beispiel 1, 2. Sehr gut. Und das Ganze machen wir jetzt noch einmal mit Musik. Das war unsere Share-Dance-Kombination. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Das hilft mir sehr und unterstützt auch meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Goldminka!